Der Fußball hält Millionen von Menschen wie in einem Bann. Zehntausende pilgern zu den Stadien, um einen Blick auf ihre Idole zu werfen und sich von ihren fußballerischen Künsten verzaubern zu lassen. Die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, warum werden Begriffe verwendet wie Fußballgott oder er oder sie hat sich verewigt? Was hat Fußball mit der Religion zu tun? Warum kommen unterschiedliche nationale und internationale Sportler zum Vatikan? Welche Parallelen bestehen zwischen dem Wettbewerbssport und einer Religion? Ist der Fußball bereits zu einer weltweiten Ersatzreligion geworden? Heute schauen wir uns 10 Parallelen an zwischen dem Profisport, in unserem Fall dem Fußball, und dem biblischen Glauben. Um ein reguläres Tor zu schießen, muss ein Fußballspieler alle Regeln beachten. Interessanterweise gibt es auch im biblischen Glauben ein Regelwerk. Gott hat uns in seinem Wort offenbart, wer er ist, wie er ist und nach welchen Prinzipien wir leben sollen, um das ewige Leben zu erlangen. Bei einem Fußballspiel gibt es einen Schiedsrichter, der auf die Regeln achtet. Nun, die Heilige Schrift offenbart uns, dass Jesus Christus selbst unser Richter ist. Denn es steht geschrieben, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Die dritte Parallele ist, dass ein Schiedsrichter auf die Regeln zu achten hat und bei einer größeren Übertretung es eine gelbe Karte gibt. Wenn eine solche Übertretung wiederholt geschieht, gibt es eine gelb-rote Karte. Im schlimmsten Fall direkt eine rote Karte. Dadurch wird der Spieler vom Spielfeld verwiesen. Interessanterweise offenbart uns die Heilige Schrift, dass wenn die Gebote Gottes übertreten werden, Gott es als Sünde bezeichnet. Denn es steht geschrieben, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit oder die Übertretung von Gottes Gesetz. Wenn ein Mensch sündigt, so gibt es die Verheißung, dass er seine Sünde zu Gott bringen kann und Gott kann ihm direkt Vergebung schenken. Wenn aber ein Mensch dauerhaft sündigt und in seiner Sünde und Halsstarrigkeit verharrt, sodass Gott nicht mehr in der Lage ist, das Herz dieses Menschen zu erweichen, dann spricht man irgendwann von einer sogenannten Sünde gegen den Heiligen Geist. Das bedeutet, dass dieser Mensch aus dem Spiel des Lebens disqualifiziert wird. Er hat das ewige Leben verwirkt. Denn es steht geschrieben, dass jede Sünde vergeben werden kann. Wenn aber ein Mensch gegen den Heiligen Geist sündigt, das kann nicht vergeben werden. Deshalb ist es so wichtig, auf die Stimme Gottes zu hören und nicht zu erlauben, dass unser Herz so hart wird, dass der Heilige Geist nicht mehr eindringen kann. Die Heilige Schrift offenbart uns, dass der Einzige, der unsterblich ist, Gott ist. Faszinierenderweise hören wir aus dem Fußball oder dem Profisport von Menschen, die sich sozusagen verewigt haben. Menschen, die einen besonderen Titel, eine besondere Leistung erbracht haben. Ist es ein Zufall, dass ein solcher Begriff auf Sportler oder auf Idole angewandt wird? Soll das bedeuten, dass dieser Sportler sich auf einer gewissen Ebene Gott gleich macht? In unserem letzten Video haben wir gesehen, woher die Einstellung kommt, sich Gott gleich zu machen. In der Tat war es Luzifer, der Engel, der am höchsten war, der sich noch weiter erhöhen wollte, der sich Gott gleich machen wollte, der am tiefsten gefallen ist. Ist es möglich, dass dieser Geist, diese Gesinnung heute im Profisport zu finden ist? Die Heilige Schrift offenbart uns, dass Musik oder Gesang nicht vom Gottesdienst wegzudenken ist. In der Tat sagt uns die Heilige Schrift sogar, dass Gott der Urheber der Musik ist. Er ist der Schöpfer, er hat die Musik geschaffen. Es ist spannend zu beobachten, dass auch bei einer Fußballveranstaltung, wenn es sich um ein großes Ereignis handelt, Gesang und Musik nicht wegzudenken ist. Die Heilige Schrift offenbart uns, dass der Gesang dazu dient, um Gott zu verherrlichen. Auch beim Fußball werden Menschen oder Mannschaften im Gesang verehrt und angehoben. So mancher Fußballfan in Deutschland kennt das Lied. Auch beim Gesang sehen wir eine klare Parallele. Im Gottesdienst wird Gott angehoben und verehrt. Beim Fußball ist es eine Mannschaft oder ein bestimmter Spieler. Die Verehrung geht aber noch weiter. Die Heilige Schrift offenbart uns, dass die Menschen, die am Ende der Weltzeit
siegreich über die Sünde und über die Versuchungen dieser Welt sein werden, den Namen Gottes auf ihre Stirn bekommen. Interessanterweise gibt es beim Fußball und auch bei anderen Sportarten und auch bei anderen Prominenten die Sehnsucht der Fans, ihren Idolen nahe zu sein und vielleicht sogar ein Autogramm zu bekommen. Die Fans sind bereit, sich so weit mit ihren Idolen zu identifizieren, dass sie ihr Trikot kaufen mit dem Namen darauf. So sehr werden bereits junge Menschen von ihren Idolen fasziniert, dass sie sich mit ihnen identifizieren wollen. Die Heilige Schrift offenbart uns, dass da, wo Gott ist, dass dieser Ort heilig ist. Als Gott zu Mose sprach, hat er gesagt: Tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Ist das ein Zufall, dass beim Fußball und anderen Sportarten von dem sogenannten heiligen Rasen gesprochen wird? Nun, wenn der Boden, auf dem Gott ist, heilig wird, wie wird dann der sogenannte heilige Rasen heilig? Ist es der Schiedsrichter, der ihn heilig macht? Sind es die Spieler, die diesen Rasen durch ihre Gegenwart heilig machen? Die nächste Parallele ist, dass es im Rahmen eines Gottesdienstes früher im alten Israel Opfer gegeben hat. Diese Opfer sollten an Christus erinnern. Das Lamm Gottes, welches bereit war, für uns zu bluten, damit wir Leben haben können. Nun, heute drückt sich das zum Beispiel in den Gaben aus. Es werden heute keine Schlachtopfer mehr getätigt. Warum? Weil Christus das Opfer vollendet hat. Er ist das Lamm Gottes. Aber Gott hat uns Leben gegeben. Und dieses Leben können wir nutzen, um Geld zu verdienen. Gott gibt uns Zeit und Talente, wir nutzen die Zeit und Talente und verdienen Geld und geben etwas davon ab, damit andere Menschen gesegnet werden. Auch beim Fußball gibt es Opfer. Menschen opfern ihr Geld und kaufen sich die Eintrittskarte. Sie bezahlen Geld, um das Trikot zu kaufen. Sie investieren ihre Zeit, reisen teilweise weite Strecken, um mit ihrer Mannschaft zu sein. Und ich möchte gar nicht viel dazu sagen, dass bei so manchem Fußballspiel es tatsächlich auch Tieropfer gegeben hat, um einen bestimmten Segen sich für das Fußballspiel oder für die eigene Mannschaft zu erbitten. Als Jesus seinen Dienst hier in dieser Welt beendet hatte, gab er seinen Jüngern, seinen Nachfolgern den Auftrag, in alle Welt zu gehen. Es steht geschrieben: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völkern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Jesus hat also den Auftrag gegeben, dass seine Jünger in alle Welt gehen sollen, um die frohe Botschaft des Evangeliums der ganzen Welt zu verkündigen. Interessanterweise reisen die einzelnen Fußballmannschaften teilweise weite Strecken, um ihren Fußball zu präsentieren. Und auch die Fußballfans reisen zum Teil weite Strecken, um ihren Idolen nahe zu sein. So wie die Gläubigen das Evangelium, die Werke Gottes dieser Welt präsentieren wollen, dass er uns geschaffen hat, dass er uns erlöst hat, so präsentieren die Fußballspieler ihre Künste, ihre Werke. Und wollen die Menschen für ihre Fußballkunst, für ihre Mannschaft begeistern. Es ist für mich erstaunlich, welche Strecken und welche Ausgaben ein Fußballfan bereit ist, auf sich zu nehmen, um seinen Idolen nahe zu sein. Ich stelle mir die Frage, ob wir als gläubige Menschen nicht etwas von diesem Eifer lernen können. Die Heilige Schrift spricht davon, dass wir das ewige Leben zu erringen haben, dass wir nach der Krone des Lebens streben sollten. Jesus hat gesagt: Und wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Derjenige, der überwindet, wird von Christus angehoben werden. Was passiert mit einer Mannschaft, wenn sie ein großes Turnier gewonnen hat? In der Regel wird sie auf der Tribüne geehrt. Sie wird also von ihrem Platz angehoben. Die Heilige Schrift spricht davon, dass wir die Selbstsucht und Sünde überwinden sollen. Durch den Sieg, den Christus für uns errungen hat, diesen Sieg sollen wir im Glauben in Anspruch nehmen. Beim Fußball
geht es nicht darum, dem anderen entgegenzukommen. Das haben wir bereits im letzten Video genauer gesehen. Es geht darum, sich über andere hinwegzusetzen, stärker zu sein, besser zu sein. Es geht darum, seinen Willen durchzusetzen, seine Stärke zu zeigen, um besser und größer und stärker als andere zu sein. Der Fußball hat unterschiedliche Parallelen mit dem biblischen Glauben, steht aber auf dem Kopf. Anstelle, dass Gott verehrt wird, werden Menschen verehrt. Anstelle, dass Gott, der Schöpfer, verehrt wird, wird die Ehre Menschen oder den Geschöpfen gegeben. Ist es möglich, dass der Fußball bereits zu einer Art Ersatzreligion geworden ist? Und dass Zuschauer und Spieler an einer religiösen Zeremonie teilnehmen, ohne sich dessen bewusst zu sein, wem diese Zeremonie geweiht ist? Dem Gott des Himmels ist sie mit Sicherheit nicht geweiht. Das haben wir bereits im letzten Video gesehen. Wenn du es noch nicht gesehen hast, dann kannst du es dir gerne anschauen. Die Frage ist, wer steckt hinter dieser neuen Religion? Ist es möglich, dass es dort einen spiritistischen oder gar okkulten Hintergrund gibt? Das werden wir uns im nächsten Video genauer anschauen. Die Heilige Schrift offenbart uns, dass es am Ende der Zeit tatsächlich zwei Gruppen geben wird. Eine Gruppe wird auf der Seite Gottes stehen und das ewige Leben gewinnen. Die andere Gruppe wird auf der Seite des Feindes der Menschen und des Feindes Gottes stehen und letztendlich alles verlieren. Die Frage ist, wie können wir sicher sein, dass wir auf der richtigen Seite stehen? Als die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister wurde, hat es geheißen, Deutschland ist Weltmeister. Hier liegt eine tiefe Parallele, denn eigentlich müsste es konkret heißen, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist Weltmeister geworden. Warum wird ganz Deutschland einbezogen? Auch hier gibt es eine tiefe geistliche Parallele. Denn die Heilige Schrift offenbart uns, dass Christus für uns den Sieg errungen hat. Er hat für deine und für meine Sünden bezahlt. Das bedeutet, dass sein Sieg dein Sieg ist. Das bedeutet, dass das, was Christus errungen hat, dir zugeschrieben wird. Warum? Weil die Heilige Schrift beschreibt, dass wenn wir uns im Glauben Gott weihen, uns taufen lassen, wir in Christus hineingetauft werden. Alles, was sein ist, ist dein. All die Sünde, die du hattest, all die Fehler, all die schlechten Dinge wurden auf ihn gelegt. Und die Gerechtigkeit, das gerechte Leben Christi wird dir zugeschrieben. Solange du in Christus bleibst, wirst du von Gott als vollkommen gerecht angesehen. Im wahrhaftigen Glauben, in dem, was die Heilige Schrift uns offenbart, müssen wir uns vor Gott nicht gut machen. Er macht dich gut. Bei Gott hast du einen Wert, und zwar nicht durch das, was du geleistet hast, nicht durch das, was du kannst, sondern du hast bei Gott einen Wert durch das, was du bist, nämlich ein Kind Gottes. In Christus bist du vollkommen angenommen. In Christus bist du in Gottes Augen wertvoll. Und dieser Gedanke widerspricht dem, was im Fußball vermittelt wird. Beim Fußball und Profisport geht es darum, jemand zu sein durch die eigene Leistung. Und wenn du die Leistung nicht mehr bringen kannst, nun, dann wirst du aussortiert, dann kommt jemand anders. Bei Gott ist das nicht der Fall. Gott sucht nach den Menschen, die schwach sind, die Hilfe brauchen, die aus sich selbst heraus diesen göttlichen Charakter nicht entwickeln können. Und er sagt, ich mache das in dir. Was müssen wir dafür tun? Gott möchte, dass wir unsere Herzen ihm ganz weihen, damit er dieses Wunder der Neuschöpfung in uns bewirkt. Die Frage ist, ob du dieses Wunderwerk in deinem Leben persönlich erfahren möchtest. Wenn du das möchtest, abonniere den Kanal. Das ist das Thema, mit dem wir uns auf diesem Kanal beschäftigen.